Hallo zusammen, hallo Freunde. Ich will ganz am Anfang mal sagen, ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, da jetzt momentan etwas weniger Videos kommen, da wir hier Eigenbedarfskündigung bekommen haben und wir umziehen müssen und ich die neue Wohnung auch noch renovieren muss und jetzt zu diesen Lockdown-Zeiten alles ein bisschen, ihr wisst selber. Aber gut, es wird wieder mehr. Zum 1.3. ziehe ich um. Wenn ich das alles schaffe hier, ist ja nicht bloß hier der Hobbyraum, sondern auch nur oben die Wohnung. Ja, bekommen wir hin. Heute möchte ich euch einen Swipe zeigen. Und zwar einen ganz normalen Swipe mit einem Lumpen. Habe ich meiner Frau geklaut. Ich habe genommen Gold. Das ist Dankergold. Weil mich das interessiert hat, das habe ich mit der Astrid das letzte Mal, falls du es hörst, Astrid, ausprobiert. Dankergold, also alle Goldfarben oder Metallicfarben sind ja in der Regel halbdeckend, also semi-opak. Und darum gibt es auch einen anderen Effekt. Und Metallic kommt auch ganz cool. Graphit und Kirschrot noch. Nur die drei Farben. Dann mache ich da nochmal Cell Creator rein. Wir haben das mit dem Silikon erstmal probiert. Jetzt probiere ich das mal mit dem Cell Creator. Und dann lasst uns starten, damit es losgeht. Also bis gleich. So Freunde, Graphit, Kirschrot, diesen Alex Cell Creator. Mach 2 Tropfen rein. Ja, das kommt, das reicht. Oder komm, ich übertreib's mal wieder. Ups. Machen wir 3 Tropfen rein. So, jetzt einfach mal gut umrühren. Wenn das gut funktioniert, habe ich das vor, auch mal mit dem Cell Creator und dem Bubble Booster zusammenmischen. Hier habe ich ja das Gold. Scheint natürlich alles etwas heller jetzt wieder. Ihr wisst ja vom Vinylkleber. Also ganz normal mit dem Vinylkleber angemischt. Okay. Ein paar Luftblasen raus noch. So. Ich spiele jetzt einfach mal ein bisschen rum. Am besten Rot und Schwarz etwas mischen, beziehungsweise Graphit. So, das reicht eigentlich schon. Jetzt natürlich wieder eine Farbenschlacht. Ihr kennt mich ja, ich mache jetzt hier viel dick drauf. Entschuldigung, und fahre bis zu der Hälfte ungefähr vor. Ich werde es dann nachher noch ein bisschen laufen lassen, dass er über die Kanten fließt. Ist fast etwas zu nachgedickt. Ich hoffe, es ist nicht zu dick. Machen wir hier nur die Kante zu. Und am besten hier an die Ecken, dass es gut über die Kanten läuft. So, ist im Prinzip ein ganz normaler Lumpen, Lappen, Handtuch, was auch immer das war. Ich habe hier ganz normales Wasser drin. Da mache ich den ein bisschen feucht. Also erstmal, dass er besser zieht, gleichmäßiger. Und zweitens natürlich auch etwas schwerer wird und gut aufliegt.
dazu ihn nicht tropfend nass machen, sondern so, das müsste reichen. Na, ihr seht hier einen ganz normalen Lappen. So, wenn ihr das jetzt drauf zieht, schaut vielleicht, dass er nicht ganz bis zum Rand, also wenn ihr es hier drüber zieht, dann verliert ihr hier die Farbe. Ihr könnt es natürlich wieder zurücklaufen lassen. Aber dann schauen wir mal. Und ich versuche das jetzt in einem Weg durchzuziehen. Nicht wie ihr sonst von mir kennt, wieder zurückzuziehen. So, also wie gesagt, nicht ganz am Rand. Ihr habt halt immer ein paar Luftblasen und ihr seht jetzt hier. Ups. Ja, war jetzt etwas zu schwer. Aber ich denke mal, ich habe genügend Farbe. Lass es etwas laufen wieder. Also war zu viel Wasser. Andere Seite auch. Zeige es euch gleich. Und ich sehe schon, wir haben ein paar Fusseln drin. Also ich werde das nächste Mal vielleicht doch wieder mit einer Küchenrolle machen. So, ich lasse es jetzt doch noch ein bisschen. Und lasse es wieder runterkommen, ne, dass die Farbe auch gut verteilt ist. So, aber ist ja gar nicht schlecht, also dass nicht alles voller Zellen ist, sondern hier mehr Gold ist und hier etwas noch mehr Farbe. Aber gut, ist dann auch wieder Geschmackssache. Schauen wir mal, dass wir die Kanten noch etwas zubekommen. Und zwar sauber zubekommen. Ja, dann merke ich den Cell Creator, dass der schon wieder etwas aggressiver ist. Ich könnte jetzt noch mal Gold nachkippen, aber das lasse ich so. Das sehe ich gerade schon wieder, die Kante. Gut, das kann ich alles nachher dann noch machen. Da hinten haben wir Rot, da muss man aufpassen. Ich sehe jetzt nicht hundertprozentig. Aber es wird ihn nachher noch zu machen. Hier sieht man es auch stark. Okay. Dann würde ich sagen, ich überlege gerade, ich glaube, ich lasse noch ein bisschen laufen, weil mir da sonst zu wenig Farbe drauf ist. Wobei ich es doch... Na, das passt schon. Okidoki. Ja, was mich ab und zu mal stört etwas, aber das kann auch an Bord liegen. An diesem Brett. So. Okay. Jetzt kommt der spannende Moment, wir erhitzen das jetzt mal. Natürlich auch die Luftblasen ausmachen. Und natürlich den Cell Creator nach oben bringen.
Und jetzt werde ich eins machen. Ich lasse es jetzt mal verzehn. 10, 15 Minuten. Ich überlege gerade noch, ob ich es noch etwas runterlaufen lasse. Aber ihr wisst es selber, ihr müsst immer etwas abwarten. Ne, ich denke mal, das ist gut so, weil sonst ist alles voll. Also wir haben gemerkt, der Lappen ist etwas zu schwer. Aber das passt. So. Wie gesagt, ich lasse jetzt für ca. 10-15 Minuten einfach mal einwirken, dass ihr auch seht, wie es sich verändert hat. Dann korrigiere ich hier noch ein bisschen die Zellen. Dann bis gleich. So, Freunde. Ich denke mal, es waren jetzt ca. 20 Minuten, wo ich stehen lassen habe. Es ist natürlich jetzt alles etwas bleich, ne? Das Gold natürlich auch, wisst ihr selber. Wenn das dann trocknet, kommen die Originalfarben wieder raus. Ich zeige es euch dann auch wieder in, ja, entweder hier im Video oder auf Instagram. Wollte ich euch bloß mal zeigen, ich hoffe, das ist nicht zu grell. Und zwar hier, schaut mal, was da rauskommt teilweise. Also diese Mischung von den Farben. Hier haben wir praktisch eine leere Stelle. Der kommt hier wieder. Da am Rand. So, hier wie so Blumen auch. Und das wollte ich euch eigentlich noch zeigen, wenn ihr jetzt nochmal den Brenner in die Hand nehmt. Also gerade bei diesem Cell Creator durch mehr Erhitzen, ich nehme jetzt einfach mal diesen Punkt hier. Durch mehr Erhitzen könnt ihr da noch ein bisschen was rausholen, seht ihr? Nochmal kleinere Bläschen auch. Also könnt ihr wirklich viel spielen, zum Beispiel auch wie hier dann. Da habe ich nochmal nacherhitzt, weil ich gedacht habe, dass hier vielleicht noch ein bisschen was kommt. Okay. Es war es jetzt, denke ich mal, im Großen und Ganzen mit dem Nacharbeiten. So sieht das vielleicht besser. Ja. Und wie gesagt, ich zeige es euch dann. Okay, den nächsten Versuch möchte ich machen mit Cell Creator und Bubble Booster zusammengemischt. Was es da für Reaktionen gibt und vor allem, nimm ein bisschen mehr Farbe. Aber seht auch diese einzelnen Umrandungen vom Gold. Das kommt auch richtig cool. Okay, dann war es das von mir. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich zeige, wie gesagt, das trockene Bild. Auch ansonsten könnt ihr auf meinem Instagram-Kanal oder Facebook gehen. Da stelle ich dann auch wieder rein. Dann wünsche ich euch was. Danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund. Tschüss.